Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu einer neuen Folge zu Transportfieber 2. So, wir waren ja jetzt hier stehen geblieben. Ich habe dann im Offline-Betrieb, habe ich mal hier die Tunnelportale anders gemacht und hier die Brücken neu gemacht, weil da war auf der einen Seite die alte Brücke und auf der anderen Seite die neue Brücke. Und da fuhr der Zug irgendwie in die Mauer immer rein. So. Jetzt weiß ich nicht, was wir heute machen sollen. Also ich meine, ich weiß schon, was wir machen sollen, aber wir schauen erstmal, was wir jetzt hier heute noch fabrizieren. Wir könnten ja zum Beispiel, ja, das ist, ja, aber wer braucht die Bretter? Das ist aber noch zu weit weg, aber hier haben wir ja jetzt die kleine Bahn. Sozusagen. Ich weiß nur nicht, wo jetzt die ganzen Züge rumschwirren. Ah, da ist einer. Da ist noch einer. Hier, das ist die. Ist das die Straßenbahn? Nee, das ist sie leider nicht. Das ist so eine umgebaute Straßenbahn mit Dieselantrieb. Hier ist sie. Guck mal. Da, Straßenbahn mit Dieselantrieb. Hier. Sieht doch echt aus wie eine Straßenbahn und hier ist ein Mittelwagen mit Motor. Also ich finde die hübsch, geil, wie ihr das nennen wollt. So, jetzt habe ich ja hier das gemacht. Jetzt müssten wir natürlich auch mal gucken, dass wir hier irgendwie ein paar Häuser hinkriegen oder so, die dann auf der Insel wohnen. So, mal gucken, was wir hier haben. Das sind alles nur Bahnhofsgebäude. Aber diese hier, die gingen. So, was haben wir denn hier? Eingerichtet, ja. Gelände, ja. Bewohner. Ah, wie viel nehmen wir denn? Na, komm, wir nehmen 20. Was kann ich hier mitmachen? Da kann ich... Aber die Autos brauchte ich nicht. Weil die... warte mal, eingerichtet, ja. Ja, so sind sie leer. Da haben wir noch nicht mal das. Ja, aber wie kommen die mit den Autos darüber? Müssten wir da so eine kleine Brücke hinbauen? Oder müssen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir auch eine Fähre irgendwie dahin. So, ah, das war die falsche Taste. So, Ersetz. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo ist denn der Eingang? Da vorne ist vom Haus der Eingang. So. So, gucken wir mal hier. So. Hier das Haus hin. So. Passt das denn da? Ja, passt. So, jetzt würde ich aber erstmal sagen, wir gucken mal, dass wir eine kleine Straße irgendwie da hinkriegen. So, jetzt machen wir halt ein bisschen Art Schönbau. So. Konfigurieren. Einwohner haben wir auch, ja. So, dann nehmen wir mal das nächste Haus. Ja, guckt, er zeigt es anders. Er zeigt es an, dass da die Straße anliegt. So, jetzt müssen wir dann mal. Toll, jetzt habe ich ein Haus auf der Straße. So, machen wir das mal weg. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir die Straße auch hier am Hafen vorbeikriegen. So. Dass der Hafen auch so ein bisschen mit in der Straße drin ist. So. Müssten wir mal gucken, dass wir die Straße ein bisschen... Ah ja, so passt schon besser. So. So, die Straße von hier oben hier so runter. Das geht auch prima. Dann die Straße hier weiter. So viele Häuser wollen wir jetzt hier nicht hinbauen. So, hier so eine Kurve. So. Ja, dann ist aber noch ein großer Teil von der Insel, ist ja dann noch ohne Straße. So.
So hierher, so. Dann hier nochmal so eine Kurve. Und dann vielleicht nochmal ein paar Häuschen dahin. So. Ja, es soll ja jetzt nicht hier irgendwie, ja, ich würde dann, ich glaube, ich nehme diese Straßen hier. Es ist ja jetzt in dem Sinne keine große Sache. So, hier noch so ein anderes Häuschen hin, auch mit Autos. Können es leider nicht ändern. So, ein bisschen drehen. Damit wir ein bisschen schönen Bau haben hier. So. Zu viele Häuser wollen wir jetzt nicht hierhin machen. So. Dann mal gucken, was haben wir denn noch für Häuser? Hier so eins. Ja, aber erstmal die Straße ein bisschen weiterführen. So. Sollen ja jetzt auch nicht hier 100.000 Leute auf der Insel wohnen. Ist ja nur, dass sie hier ein bisschen was an Leben ist. So. Das ist ohne Auto, das ist schön. Was haben wir hier? Der hat wieder ein Auto dabei. Das macht nichts. Ein bisschen drehen, so. Das Haus hatte ich, glaube ich, schon, ne? Der hat auch ein Auto dabei. Der auch. Der wieder nicht. Könnten wir ja dann nochmal hier ein Häuschen hinsetzen. So. Habe ich nicht. Ich habe nicht auf Pause. Also es würde... Es ist im Betrieb, das Spiel. So. Da nochmal ein Häuschen hin, so. Dann mal gucken. Irgendwann müssten ja dann auch die Leute kommen. So, stehen denn hier welche? Hier stehen ja welche, 5 Mann, aber das reicht ja auch. So, konfigurieren habe ich ja. So, hier runter, 20 Bewohner. So, dann müssen wir gleich mal gucken, dass die dann vielleicht auch mal hier rauskommen. So. Jetzt haben wir hier noch, das hatte ich ja heute Morgen schon, diese Tage schon mal gestern oder so, dieses hier, das ist ja auch so mit Bewohnern und so, also so Besuchermagnete sind das. So, dann kommen da auch ein paar Leute raus. So. Und dann müsste es da jetzt ja gleich erstmal so ein bisschen vorangehen. So. Hier kann man dann auch noch gucken, haben wir, ne, kleine Wege habe ich, glaube ich, habe ich kleine Wege. Nee. Was ist das? Ich brauchte noch so. Was ist das denn jetzt hier? Das ist eine Straße, ein Weg. Aber als Büsche, das sieht doof aus. Oh, guck mal, da kommen ja, da laufen ja schon die ersten Leute. Super. Kommen von hier auch welche? Scheinbar nicht, aber wir könnten ja die Straße da auch mal verlängern. So. Machen wir die Straße hier so bis hier. Und dann ziehen wir sie hier runter, so. Kommen wir vielleicht hier an den Häusern vorbei. So. Das passt schon. So. Ich frage mich nur, wann hier mal die Leute rauskommen, aber das wird wohl dann auch irgendwann passieren. So, die gehen alle nämlich hier zum Schiffanlegeplatz. Seht ihr da? So, dann hätten wir das ja auch schon mal. So, ein bisschen Schönbau betrieben. Jetzt könnten wir das natürlich hier
auch noch so ein bisschen machen, dass hier auch so ein paar Häuser vielleicht stehen. Mal gucken. So. Hier passte das schon eher mit dem Auto, ne? So, dass das Haus so irgendwie hier. So da dran steht. Mal gucken, ob wir mit dem Maltool so ein bisschen, ja, so ein bisschen kriegen wir das schon hin hier. So. Überall noch so ein kleines paar Häuschen verteilen. Dann vielleicht noch eine Buslinie hier, die haben wir ja dann schon. So müssten wir dann von hier nehmen. Mal gucken, ob wir jetzt hier so eine, ja, vom Bahnhof hier, von der Haltestelle, eine neue Linie nehmen, hier so her, hier und dann hier weiter, hier zur Bushaltestelle. So. Ein Wegpunkt damit rein. So, vielleicht hier so. Und dann der Linie sagen, dass du dann hierher fahren soll. So, guck mal, das sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus. So, das wäre dann Rödermarkt. Gehört eigentlich zu Rödermarkt dann die Buslinie, ne? Oder gehört die zu dem anderen? Ja, schreiben wir jetzt hier hin. Rödermarkt. Ja. Nach. Aber wie heißt jetzt der Ort hier nochmal? Er hat doch diesen komischen Namen. Frei. Free. Machen wir Free. Free. Rödermarkt nach Free. Free. Friso, Friso, machen wir Friso. So, Punkt. Bus. Das wäre ja dann auch die Linie 1. So, machen wir 1,1.0. Ne, nicht 1,9. 1,0. So. Dann hätten wir die auch. Jetzt müssen wir nur mal gucken, dass wir hier irgendwo ein Fahrzeugdepot haben, weil ich glaube, hier kommen nur Trams raus. Ja. So, müsste man noch irgendwo ein Fahrzeugdepot hinsetzen. Hier irgendwo, wo es so frei ist hier. So, Gebäude. Depots. Ne, das waren ja die falschen. So, diese hier sind es ja. So, das ist süßes, kleines, das funktioniert aber nicht richtig. Hier, die Schmiede. Schmiede ist immer gut. Schmiede ist immer für eine Überraschung wert. Ich kenne ein Lokal im Sauerland, das heißt auch Schmiede. So. So, jetzt mal gucken, was wir für Busse haben. Aber schöne moderne dann aber. Ah, nee. Sowas hier. Stadtbus. Und der ist für über Land. Gehen aber genauso viele Leute rein. Der fährt 100 und der fährt auch 100. Und der auch 100.
Nehmen wir die 2. So, Rödermarkt. Rödermarkt. Bus. Das ist sie nicht. Hier, da, Rödermarkt. So, schauen wir mal, wie der Bus fährt. Da muss er jetzt erstmal auf seine Linie kommen. So. So, könnt ihr hier von der Waldstraße. Waldstraße. Könnt ihr ja zur Not auch noch hierher fahren. So. Dann hat er ein bisschen etwas größeren Bogen. So, und wenn ihr meine Folgen nicht verpassen wollt oder Mod-Vorstellungen nicht verpassen wollt oder den ganzen Blödsinn, den ich hier verzapfe, nicht verpassen wollt, drückt doch einfach auf die Glocke. So, jetzt muss ich mal suchen, wo mein Bus ist. Jetzt sind meine Busse verschwunden. Hallo? Hallo Bus, wo bist du? Da. Was für einen Takt fährst du? 4 Minuten. Das ist ein bisschen klonen. 3. Ja, 125 Sekunden, das passt. Fällt ja auch noch ein Zug ein. So, dann schauen wir mal. Wir könnten aber jetzt auch dem Bus hier sagen, er soll mal zurückfahren. Dann haben wir schon mal ein bisschen verteilt. So. Hier noch einen vernünftigen Bahnübergang hin. Wow. Cool. Sieht gut aus, der Zug, ne? Da ist so eine Bodenwelle drin. So. Der schafft 100. Ja, 100 ist ja nicht schlecht. So, wir könnten natürlich auch hier anhalten. So. Wenn es das ja hier im Wandergebiet ist, könnten ja ruhig noch 2 Haltestellen dabei. So, Haltestellen. Hier vielleicht noch eine und da. Da und da noch eine. Ja, das passt schon. So, jetzt müssen wir nur mal die Linie gucken. So, die Linie. So. Was wäre denn jetzt hier die letzte Haltestelle? Die wäre das. Goethestraße. Goethestraße, genau. So, dann müssten wir Goethestraße hier nochmal halten. Hier nochmal halten. Dann fahren wir zum Mühlenweg. Dann müssten wir hier nochmal halten. Da und da auch noch mal halten. So, weil es könnte ja mal sein, dass hier vielleicht im Wald Leute spazieren gehen, wo ich mal wieder auf mein berühmtes Haus gehe, was ich jetzt auf die Schnelle nicht finde. Irgendwo ist es mit drin. So, also gehe ich wieder hier drauf und suche es hier mal. So, wo haben wir es denn? Bin ich schon vorbei? Bin schon vorbei. Da ist es doch. So, ich möchte jetzt gerne mal eine Azalee haben. So, guck mal hier. Jetzt setze ich hier so ein Bäumchen hin.
So. Ist aber ziemlich weit weg von der Bushaltestelle, aber ist egal. Das macht er nicht. Dann müsste ich das schon hier irgendwie hinsetzen. So. Dann geht das, weil er keinen Straßenanschluss hat. So. Machen wir den weg. So. Da kommt ja schon einer raus. Der will bestimmt zur Haltestelle. Aber leider ist der Bus. Hallo? Solltest du hier nicht halten? Warum macht er denn da eine Kurve rein? Das ist aber jetzt merkwürdig. So. Dann ist die Kurve weg. Ja, aber nach der Hauptstraße müsste doch diese Haltestelle wieder kommen. Dann hat er wieder die Kurve drin. Ich glaube, wir löschen noch mal alle Haltestellen. So. So, alle noch mal gelöscht. Jetzt fangen wir mal von vorne an. So, Doppel-1 erstmal. So, er fährt hier zum Bahnhof. Dann fährt er hier hin. Dann fährt er hier hin. Soll er denn hier auch noch hinfahren? Mal gucken. Ja, das würde gehen. Dann fährt er hier hin und hier hin. Dann fährt er hier zum Bahnhof und dann fährt er hier unten an das Schild hier. So, dann fährt er wieder zurück hier hin. Ohne dass er eine Kurve dreht. So, und dann fährt er wieder noch nach hier und hält da. Okay, das ist natürlich hier jetzt, könnte man auch noch eine Haltestelle hinmachen. So, gucken wir mal. So, jetzt müssen wir nur mal gucken. Dorfstraße ist die letzte. Dorfstraße, so. Dann wäre das die nächste Haltestelle hier. Und nach Brunnenstraße wäre auch die Haltestelle wieder hier. Gartenstraße. Und er dreht wieder eine Kurve. Aber warum? Ah, hat zweimal die Gartenstraße drin. Gartenstraße, Gartenstraße. 12. Ach so, die hat er schon mit reingenommen. Ja, dann ist doch gut. Das ist jetzt 5 und 12. Ja, das passt. Passt prima. So. Mit dem ganzen Liniengebrückele ist leider die Folge schon wieder zu Ende. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir schon. Mir gefällt das nämlich, wenn immer hier mehr passiert. Also es immer schöner und voller hier wird. Und dass die Karte so langsam wächst. So kommerziell, machen wir das mal kommerziell und ein bisschen höher, so auf 100. So. Die Haltestelle könnte ja theoretisch weg, aber wir lassen sie
Ich hoffe, ihr guckt bei der nächsten Folge wieder rein. Wenn es euch gefallen hat oder ihr mehr wissen wollt, drückt die Glocke. Und wie gesagt, bis dahin, euer Donny.